Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Gladiabots. Ihr habt natürlich nichts verpasst, es sind aber inzwischen ein paar Tage ins Land gegangen, weil ich einfach nach diesen ersten zwei recht langen Folgen definitiv eine Pause brauchte. Da waren Knoten im Hören dann irgendwann drinne. Der Plan sieht vor, dass ich zumindest noch Level 3 und 4 mache von der Kampagne, erste Kapitel, und mal gucken, wie weit wir dann sind, denn dann möchte ich anschließend auch noch ein bisschen mal in den Karrieremodus reingucken und sehen, was da denn los ist. Der grundlegende Plan wäre, je nachdem wie schnell es geht, Level 3 und 4 als eine Folge und dann den Karrieremodus auch noch mal als eine Folge, sodass wir auf insgesamt 4 Folgen kommen, wobei meine Folgen ja immer etwas länger sind. Gucken wir uns Level 3 an. So, wir haben 5 Minuten, um maximal 5 Punkte zu machen. Das Team-Setup hat sich nicht verändert, wenn ich das richtig sehe. Das sind dieselben 4, die wir zusammengestellt haben. Und die KI-Einstellungen sollten noch die sein, die ich beim letzten Mal zusammengestellt habe. So, mal gucken. Create new AI, rename, duplicate. Ah, da könnte genau das sein, was ich mir die letzten Tage über grob gedacht habe. So, wenn ich denn jetzt hier sage, Sniper, okay. Und dann kann ich eventuell Sub-AIs einbauen. Denn die haben mir noch gefehlt. So, wir werden uns mal. Ach, warte mal. Den in die Tonne kloppen. Den kopieren. Und das ist nicht die MK2, sondern daraus mal ein Sniper. Dann brauchen wir hier drin bloß das rauslöschen, was ich nicht haben möchte. In der Sniper-KI wollen wir uns bloß darum kümmern, wie das Kampfverhalten ist. Und der Rest kann weg. Das ist Sammeln. Das ist auch Sammeln. Das können wir über das andere verwalten lassen. Das ist das Zurückziehen. Aber das können wir auch nach Klasse so ein bisschen. Denn der Sniper hat jetzt nicht unbedingt viel Schild. Hat wenig Schild, hat wenig Hitpoints. Assault Class hat, glaube ich, weniger Schild als Hitpoints gehabt. Die Shotgun Class hatte mehr Schild als Hitpoints. Die Machine Gun, die war, glaube ich, auch sehr ausgeglichen mit sehr hohen Werten. So, das sieht schon mal viel besser aus. Also ein bisschen was eingespart. Warte mal, den hier brauchen wir gar nicht. Ups.
Condition, wenn ich selber eine Ressource habe, dann lass die fallen. Das brauchen wir auch nicht überprüfen, weil das überprüfen wir schon wesentlich weiter oben. Wir gehen davon aus, wir sind eine Sniper-Klasse. Wenn ein Gegner in Reichweite ist, dann kontrolliere, ob ich eine Ressource trage und dann lasse ich sie fallen. Okay, wenn der Gegner nicht außer Reichweite ist und einen Tag besitzt, dann greife ihn an. Ah, da war jetzt mehrere angewählt. So, was haben wir hier? Den können wir so rausschmeißen, der nicht außer Reichweite ist. Okay, so was soll der Sniper jetzt machen? Wenn sein Schild maximal 50% ist, dann soll er sich zurückziehen. Ansonsten, wenn ein Gegner an Reichweite ist, dann soll er überprüfen, ob er Ressource hat und die dann fallen lassen. Wenn er keine Ressource trägt, soll er überprüfen, ob er einen Gegner in Reichweite hat, der einen Tag hat, und die dann angreifen. Und wenn er keinen Gegner hat, der in Reichweite ist und einen Tag hat, dann soll er einen Gegner, der in Reichweite ist, der am nächsten zu ihm ist, mit einem Tag versehen. Okay. Wir können außerdem noch hinzufügen. Condition. Wenn da ein Gegner ist, der nicht außer Reichweite ist, aber der einen Team-Tag hat, dann Action, greife an den nächsten Gegner, der ein Team-Tag hat. Und wir haben hier schon ausgefiltert, ob der in Reichweite ist oder nicht in Reichweite ist. Aber wir sollten sicherstellen, dass denn, wenn er außer Reichweite geht, er nicht weiter angegriffen wird. Damit würden wir ein Team-Tag vor den Einzel-Tag setzen. Das kann derselbe Gegner sein, aber falls nicht,
Dann haben wir halt das Ganze. So, außerdem. Setzen wir es davor oder danach? Wenn ein Gegner auf kurze oder mittlere Distanz ist, dann verpasst dem Gegner doch mal einen Team-Tag. Und den brauchen wir eigentlich nicht. Weil die Aktion selber sagt ja schon, okay, er muss innerhalb der Reichweiten sein. Das ist halt bloß die Frage. Ich hoffe, das reicht so. Trainings-AI. So. Hier ist Sniper. Als den da oben lassen wir drinnen. Den da unten können wir rausnehmen. Hier bitte ausführen die Sub-AI Sniper. Die dann so aussehen würde. So, und das setzen wir mal so hin. Hier haben wir nicht aktiv. Und jetzt mal gucken, wie sich unser Sniper schlägt. Wenn er sich einigermaßen gut schlägt, dann können wir den nutzen, um im Endeffekt die anderen nochmal nachzubauen. Bitte raus hier. Das ist unser Sniper. Wieso? Die Trainings-AI. Das verstehe ich jetzt nicht. Okay. Oder die, die haben hier drin die falsche AI zugewiesen bekommen. Training, Training. Wieso haben die alle das Ganze überschrieben bekommen? Okay, er geht zur nächsten Ressource. Und jetzt greift der Sniper. Und mal den Sound ein bisschen runterdrehen. Okay, er
greift einen mit einem Tag an, der nicht außer Reichweite ist. Dann müssen wir eventuell mal nachprüfen, dass wir kontrollieren, ob es mehr als einen Tag gibt. Dass wir da sicher gehen. Ja, unsere Schrotflinte ein Problem. Die ziehen sich halt regelmäßig zurück, die Gegner. Oh, jetzt haben wir natürlich ein großes Problem. Die sind ein bisschen mehr als wir. Da müsste man eventuell auch mal überprüfen, wer hat die höchsten Schildwerte etc. Aber es funktioniert. Also das Konzept finde ich sehr gut. Das läuft. Und da waren noch über 3 Minuten. Also den groben Baustein können wir schon mal adaptieren. Für alle. Das heißt, wir werden den hier duplizieren. Das wird nicht Sniper MK2. Das wird die Machine Gun als nächstes. So. Der hat natürlich etwas andere Gegebenheiten. Da können wir mit dem Schild etwas besser haushalten. Dann. Also der Gegner sollte nicht out of range sein, wenn wir mit dem Ganzen anfangen. Und lange Distanz bringt uns auch nichts. Auf mittlere Distanz können wir damit schon anfangen. Dann das Ressourcen ablegen. Okay. Das bleibt wie es ist. Einfach damit zu kämpfen. Dann kontrollieren, ob es einen mit dem Ganzen gibt. So, das hier wäre der, der am nächsten dran ist. Mal gucken. Closest. Lieber den mit den niedrigsten Werten angreifen. Der aber in dem Fall einen Gruppentag hat. Und der nicht out of range ist. Damit würde sich der ja eigentlich erübrigen. Wir wollen ja. Wir wollen ja die unter Druck setzen, damit es möglichst schnell zerstört werden und nicht ständig hin und her rennen. Und uns dann im Endeffekt klein kriegen. Hier wollen wir mal das gleiche aufbauen, angreifen.
Die mit den geringsten Werten. Nicht außer Reichweite. Und den einfachen Tech hat. Hier werden wir mal nicht den, der zu nah dran ist, taggen, sondern diejenigen, die zu weit weg sind. Nee, nicht die, die out of range sind. Action. Untag. Enemy out of range. Ich denke, das ist auch noch ganz wichtig, dass wir nicht denjenigen taggen, der in Reichweite ist, sondern dass diese Tags nach Möglichkeit wegkommen. So, dann können wir den nämlich noch beim Sniper einfügen. Action, Untag 1, Enemy, out of range. So, kopieren nach hier bitte einfügen. Damit sollte der besser funktionieren, der Sniper. Dann können wir, das ist die Machine Gun. Hier hätten wir gerne dieses Sub-Ei. Sehr schön. Und der kann auch weg. Die entfernen wir auch komplett. So, welche brauchen wir jetzt noch? Wir brauchen noch den. Machen wir als nächstes mal den Shotgun. Das heißt, den hier haben wir eigentlich schon ziemlich gut. Sehr schön. Das. Shotgun kann etwas länger im Kampf bleiben. Ja, reicht so. Der Shotgun hatte doch. Gucken wir nochmal nach. Hallo. Oh, Shotgun. Der weiße Streifen war das Schild. Das heißt, Shotgun kann am längsten mit zusammen mit der Machine Gun drinne bleiben. Passt also so. Wir machen uns Sorgen
Ja, doch, hier können wir uns auch so machen, wenn die so nachher kommen. So, nicht nur die antaggen, die außer Reichweite sind, sondern die auch auf lange Reichweite sind. Du taggst aber bloß diejenigen, die auf mittlere und kurze Distanz von dir sind. Oh nee. Das ist der Gruppentag, okay. Hier müssen wir natürlich aufpassen, dass wir mit der Shotgun nicht versuchen, diejenigen, die zu weit weg sind, anzugreifen. Ich war eben auch schon am Überlegen, ob es nicht Sinn macht, hier diese ganzen Sachen hier irgendwie in eine große Sub-AI zu packen und dann muss man abzurufen. Aber da ich ja zum Beispiel die Reichweiten hier speziell einstelle, je nach KI. Oder je nach Roboter bringt das natürlich nicht viel. So, dann kümmert er sich auch um diejenigen, die auf mittlere Distanz entfernt sind. Er kann ja zumindest schon mal sich anfangen, drum zu kümmern. Beziehungsweise er hat Aufmerksamkeit auf die. Ich hoffe, das geht so, wie ich es erhoffe. Ups, das wollte ich nicht. Tag verpassen denen, die zu nah rankommen. Okay, das sieht solide aus. Und jetzt brauchen wir noch den Assault. Den lassen wir auch lieber ein bisschen früher abhauen. Wisst ihr was? Der Assault hat Waffenwerte, die eher wie die Machine Gun sind. Also nehmen wir den als Basis. Aber er hat ein schwächeres Schild, also lieber abhauen. Ansonsten müsste das Ganze im Großen und Ganzen passen. Jetzt brauchen wir in der Trainings-KI. Den ganzen Mist eigentlich nicht mehr. So, die Hoffnung zumindest. Dann Sub-AI für den Assault. Und hier eine Sub-AI für die Shotgun.
Und damit sieht das Ganze doch schon viel aufgeräumter aus. Gefällt mir viel besser. Jetzt müssen wir noch mal das Team kontrollieren, wie die aufgestellt sind. Training, Training, Training. Sie haben alle die Trainings-KI. Und wir sagen, ready und gucken dem Ganzen zu. Moment. Hier passt irgendwas nicht. Ja, ist klar. Das geht natürlich so nicht. Das geht natürlich so nicht. Ah. Den bitte duplizieren. Das hier ist ja eine Oder. Wenn ich jetzt so aufgebaut habe wie eben, ist das Ganze eine Oder-Sache, also wie der hier. Das heißt, er guckt, ob der Gegner entweder nicht außer Reichweite ist oder nicht entsprechend, oder wenn er zu nah dran ist. Ja. Wir brauchen das unbedingt als End. Damit er halt sagt, okay, er guckt erstmal, ob das hier hinhaut und dann guckt er, ob das hinhaut. Und jetzt sollte das Ganze besser passen. Das heißt, das müssen wir bei der Machine Gun auch noch nachpflegen. Ganz Duplicate. Okay, als erstes prüfen, ob ganz weit weg ist und dann prüfen, ob sie näher dran sind. Bei Shotgun natürlich ebenso. Also erst prüfen, ob ganz weit weg und dann prüfen, ob näher dran. Und beim Sniper sollte das Problem nicht existieren, weil wir da bloß die eine Sache kontrollieren. Super. Nochmal. Ich war auch schon am Überlegen, hatte ich angefangen zu sagen, ob wir nicht zum Beispiel beim Shotgun, ja, jetzt trägt er ja sehr schön, ihm zum Beispiel sagen können, dass er die am weitesten entfernte Ressource nehmen soll. Aber dann wäre er zum Beispiel nach ganz hier oben hingerannt. Also das habe ich befürchtet, dass der dann sowas hier macht. Ja, weil es ja auch eine Ohrverbindung ist. Das heißt, das Ganze muss ich noch ein bisschen weiter auseinanderreißen. Aber das geht hier so dermaßen gut bereits aus, trotz der kleinen Fehler in der KI.
Was jetzt noch bliebe, wäre gezielt mit irgendjemandem Jagd auf die mit Ressourcen zu machen. Ja, das ist definitiv gewonnen. Sobald der noch einmal an Reichweite von irgendjemandem kommt, der ist schneller als ein paar von meinen. Also da ist definitiv noch ein kleiner Bug drin, den man beheben muss, weil es halt auch wieder dieses Problem ist. Sie haben jetzt auch einen Sniper mit drin. Einen einzelnen. Ich denke, wenn wir noch den Bug beseitigen. Den haben wir beim Assault nicht mit drin. Beim Machine Gun auch nicht. Der Shotgun haben wir mit drin. Und wirklich bloß bei der Shotgun. Weil wir da dieses Reichweitenproblem haben. Und im Endeffekt ist es, glaube ich, der Knotenpunkt. Den müssen wir einmal duplizieren. Dann werden wir den rausschmeißen. Hier werden wir den rausschmeißen. Und dann haben wir hier genau das Gleiche, wo wir zuerst den rauswerfen und hier unten den rauswerfen. Und dann gucken wir uns das Ganze jetzt mal in Action an, denn entweder hatte ich das Gefühl, dass es nur die Shotgun uns Probleme machte, weil die halt auf große Distanz agiert hat, anstatt wie sinnvoll ist auf relativ, das hatte ich jetzt gesagt, sie hat auf große Distanz agiert, obwohl es sinnvoll ist, dass er bloß auf kurze Distanz agiert. Und ich glaube, der geht auf Jagd von dem, der ihm am nächsten ist. Oh, hier haben wir immer noch. Okay, was macht er? Er hat Gegner, die nicht außer Reichweite sind. In Ordnung. Er hat Gegner, die nicht in langer Reichweite sind. Ist auch in Ordnung. Wir könnten jetzt eventuell noch überprüfen, ob er beschossen wird. Das wäre eine Variante. Und dass er dann erst die Ressource fallen lässt. Dann gibt es einen Gegner, der nicht außer Reichweite ist und der einen Team-Tag hat. Davon gibt es einen, das ist der hier. Gibt es einen Gegner, der nicht in langer Reichweite, der nicht außerhalb der nicht in langer Reichweite von mir ist, aber ein Team-Tag besitzt? Und ja, den gibt es. Der ist nicht in langer Reichweite und der hat einen Team-Tag.
Dementsprechend greift er jetzt den an, der halt irgendwie in, ja, was auch immer ist. Der greift eigentlich alles an. Dann fragen wir doch mal. Ob es einen Gegner gibt, der auf kurz oder mittlere Reichweite mit so einem Tech da ist. So, beim Assault hat mir jetzt eben auch irgendwas nicht gefallen gehabt, weil der Bank hat zu früh angegriffen. Auch auf zu große Distanz. Er geht jetzt in den Angriff über. Eventuell aus dem gleichen Problem, wie wir eben beim bei der Shotgun gefixt haben, weil der greift nicht mehr an im Moment. Denn der stoppt hier, ist kein Gegner nah genug dran. Okay, wir mal gucken, wie das Ganze sich jetzt ausgeht. Aber Shotgun hat jetzt ein Problem. Shotgun müssen wir noch mal editieren, definitiv. Condition myself. Werde ich von einem Gegner angegriffen? Und nur dann das Ding ablegen. Ansonsten bitte weitermachen. Wir können mal beim Assault mit reingucken. Das ist eigentlich alles zu weit weg für einen Assault, dass der angreift. Er kann auf die Entfernung kaum treffen.
müssen wir noch. Den dazwischen quetschen. Damit sollte der auch besser funktionieren. Und nochmal ready. Bei Ressourcen muss ich auch nochmal nachgucken, ob es da irgendeine bessere Option gibt. Ein Problem ist halt, dass die direkt im Endeffekt einmal quer übers Feld laufen müssen. Einen haben wir weg. Zwei haben wir weg. Also ich bin auch der Meinung, dass diese Map im Endeffekt darauf ausgelegt ist, dass man sich hier dermaßen miteinander bekämpft, weil alles rennt im Endeffekt hier in die Mitte und die gegnerische KI ist auf aggressiv programmiert. Hier war jetzt eben gefährlich. Sie hat eigentlich verlorenes. Er hat bloß noch den Sniper und der zieht sich aufgrund der geringen Schildstärke ständig zurück. Ja, aber klar. Was will er jetzt machen? Was will er da machen? So, wir haben hier an sich genug gemacht. Mal noch kurz hier reingucken. Final Stage. Ja. Da hat er auch einen bunten Mix. Ich werde ihn nicht mal anschmeißen. Okay, die KI ist flexibel genug programmiert, um auch das Finale zu schaffen. Wir haben damit Kapitel 1 abgeschlossen. Es würde mit Kapitel 2 weitergehen. Final Stage kann man gar nicht auswählen. Ich vermute, wenn man Level 5 schafft, dann kriegt man auch die Final Stage. Was geht's denn hier? Mal wenigstens kurz reingucken. Ist auch wieder Scoring. Level 5. Auch Scoring. Aber wie dem auch sei, wir haben das Ganze abgeschlossen. Ich habe jetzt mehr Missionen gemacht als wie zuerst geplant, aber auch bloß, weil die KI so gut lief. Und wir sehen uns dann im Karrieremodus wieder. Also bis dann, euer China Tiger.